Was machen Sie da? Nein, 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 wer seid ihr denn jetzt? Ich bin der Chor. Aha. Hier findet heute nichts statt, gar nichts, wirklich. Mein größter Wunsch ist, eine jüdische Frau im Zweiten Weltkrieg zu spielen, auf einer Theaterbühne. Tut mir leid, aber ich sehe hier kein Stück. Manchmal wünschte ich mir zwei Brillen, um zwischen ihnen zu wählen. Oder gleich eine, die beides kann. Das eine Auge sieht, was vor einem liegt. Das andere sieht in die Vergangenheit. Ja, das hätte doch der Konflikt in diesem Satyrspiel sein können, dass eine Gruppe von Menschen auf einer Insel gefangen war im Roten Meer, irgendwo vor Ägypten. Ja, und es gab einen Gott, der ihnen jede Hilfe verwehrte. So, wie nennen wir ihn? Poseidon. Tja, so heißt er ja immer. Nein, Proteus. Nennen wir ihn Proteus. Die Helena erzählt den gestrandeten Gefangenen, die wie Helena auch Griechen sind, wie wir gerade jetzt erfahren, dass die Griechen eine unglaublich gefährliche Waffe auf dieser Insel stationiert haben und diese als letzten Ausweg im Krieg gegen Troja auch einsetzen würden. Kuba-Krise. Ja, genau. So ähnlich. Russische Langstreckenraketen. Ihre neue Heimat ist nicht mehr ihre Heimat, weil sie auf einer Lüge aufgebaut ist. Der Lüge um Helena. Proteus autoritäres Regime scheint zu bröckeln. Die Fassaden drohen ein für alle Mal einzustürzen. So. Wir waren in der Hainburger Au. Noch genau. Ganz vorne mit dabei. Gefühlt 200 Jahre. Oder Schöpfe, lange Nächte. Und warten, warten, warten. Mit der Meißner Blau in der Au. Die jungen Griechen sitzen in Untersuchungshaft. Sie wurden wegen Hochverrat und Vandalismus angeklagt. In allen Aufklärungsbüchern war zwar von der Erektion die Rede und was da sonst noch so stattfindet, aber nichts davon, dass die männliche Erektion von alleine wieder weggeht. Am 25. Mai 1970 hast du den ganzen Tag vertrunken. Proteus selbst gibt den Schießbefehl. Bam! Die Griechen steigen hinab in die Unterwelt. Dort treffen sie auf Hades, den Gott der Toten, der sie mit den Worten empfängt: Der kurze Schmerz des Sterbens führt zum langen Weg der Freiheit.